Neuntens, das lehrhafte On. Wie genau wir den Weg kennen, den der Entrafte dahin geführt wurde. Hinab oder hinauf, wie man es nehmen und nennen will. Denn wie so vieles hier ihn verwirren wollte, so war es eine Wirrnis auch mit dem Hinauf und hinab. Von der Heimat aus war es wohl mit ihm, wie schon mit Abraham, gen Ägypten hinabgegangen. In Ägypten nun aber ging es hinauf, nämlich dem Lauf des Stromes entgegen, welcher von Süden kam, also dass man im Lande gen Mittag nicht länger hinabzog, sondern hinauf. Das war, als sei es auf Verwirrung angelegt wie im Spiele, wenn man den um die Augen verbundenen ein paar Mal um sich selber dreht, damit er nicht mehr wisse, wie ihm der Kopf steht und wo vorn und hinten. Mit der Zeit aber, der Jahreszeit nämlich und dem Kalender, stimmte es auch nicht hier unten. Es war im 28. Jahr der Regierung Pharaos, nach unserer Ausdrucksweise Mitte Dezember. Die Leute von Chemes sagten, man schreibe den ersten Monat der Überschwemmung Tod genannt, wie Josef mit Vergnügen erfuhr, oder Jehuti, wie sie den Namen des mondfreundlichen Affen sprachen. Die Angabe aber stimmte mit den natürlichen Umständen nicht überein. Das hiesige Jahr lag mit der Wirklichkeit fast immer in Widerstreit. Es wandelte, und nur von Zeit zu Zeit in ungeheuren Abständen fiel sein Neujahrstag einmal wieder mit dem tatsächlich Eigentlichen zusammen, an dem der Hundsstern wieder am Morgenhimmel erschien und die Wasser zu schwellen begannen. Gemeinsam herrschte konfuse Unstimmigkeit zwischen dem gedachten Jahr und den Gezeiten der Natur, und so konnte praktisch auch jetzt nicht davon die Rede sein, dass man sich am Anfang der Überschwemmung befunden hätte. Bereits hatte der Strom sich so verringert, dass er fast wieder im alten Bette ging. Das Land war hervorgekommen, die Aussaat vielfach geschehen, das Wachstum im Gange. Denn dermaßen saumselig war die Reise der Ismailiter gewesen hier herab, dass, seitdem Josef in die Grube gefahren, um Sommersonnenwende, ein halber Jahreslauf hingegangen war. Etwas verwirrt also in Dingen der Zeit und des Raumes, zog er in seinen Stationen dahin. In welchen Stationen? Wir wissen es genau, die Umstände lehren es. Denn seine Führer, die Ismailiter, die sich Zeit ließen, auch jetzt, und sich nach alter Gewohnheit um die Zeit überhaupt nicht kümmerten, sondern nur Acht gaben, dass sie in der Saumseligkeit leidlich Zielrichtung hielten, zogen mit ihm entlang dem Stromarme von Peer Bastet nach Süden gegen den Punkt, wo sich der Arm mit dem Strom vereinigte, an der Spitze des Dreiecks der Mündungen. So kamen sie denn nach dem goldenen On, da es dort an der Spitze gelegen war, einer allerseltsamsten Stadt, der größten, die Josef bis dahin gesehen, vorwiegend aus Gold gebaut, wie dem Geblendeten erschien, dem Hause der Sonne. Aber von dort aus würden sie eines Tages nach Mempi gelangen, auch Menphe genannt, der ureinstigen Königsstadt, deren Tote der Wasserfahrt nicht bedurften, da sie schon selber am westlichen Ufer lag. Das war es, was sie im Voraus von Mempi wussten. Ihr Reiseplan aber war, von dort an nicht länger zu Lande zu reisen, sondern ein Schiff zu chartern und auf dem Wasserwege Noamun, Pharaos Stadt, zu gewinnen. So hatte der Alte sich's ausgesonnen, nach dessen Kopf alles ging. Und demgemäß schritten sie vorderhand unter schacherndem Verweilen am Ufer des Jeor hin, hier Chapi geheißen, der bräunlich in seinem Bette ging und nur noch hier und da in verlorenen Tümpeln auf den Fluren stand, die zu grünen begannen, soweit beiderseits zwischen Wüste und Wüste das Fruchtland reichte. Wo die Ufer steil waren, schöpften Männer an Brunnengerüsten mit Lederbeuteln, denen ein Lehmklumpen am anderen Ende des Wiegebalkens als Gegengewicht diente, das schlammige Zeugungswasser aus dem Fluss, und gossen's in Rinnen, dass es in die unteren Gräben laufe und sie Korn hätten, wenn Pharaos Schreiber kämen, es einzuziehen. Denn hier war das ägyptische Diensthaus, das Jakob missbilligte, und die einnehmenden Staatsschreiber waren von nubischen Exekutoren begleitet, die Palmruten trugen. Die Ismailiter handelten unter den Fronbauern in den Dörfern, ihre Lampen und Harze in Halskrägen, Kopfstützen
und jene Leinwand um, die die Weiber der Bauern aus dem Flachs der Felder webten und die von den Steuerschreibern eingezogen wurde, redeten mit den Leuten und sahen Ägyptenland. Josef sah es und nahm seine Lebensluft auf im Handeln und Wandeln, die eigentümlich genug war, stark und fast beißend nach dem Schmack ihrer Würze, in Glaube, Sitte und Form. Aber man muss nicht denken, dass es ganz Neues, Wildes und Fremdes war, was er da mit Geist und Sinnen erprobte. Sein Vaterland, wenn man das Jordangebiet und seine Gebirge nebst dem Bergland, darin er aufgewachsen war, als eine vaterländische Einheit betrachten will, war, als das Zwischen- und Durchgangsland, als das es geschaffen worden, von Süden her, von ägyptischer Art und Gesittung, ebenso wohl wie vom östlichen Herrschaftsgebiete Babels bestimmt. Feldzüge Pharaos waren darüber hingegangen und hatten Besatzungen, Statthalter, Baulichkeiten zurückgelassen. Josef hatte Ägypter gesehen und ihre Tracht. Der Anblick ägyptischer Tempel war ihm nicht fremd, und alles in allem war er nicht nur das Kind seiner Berge, sondern das einer größeren Raumeseinheit des mittelländischen Morgenlandes, worin nichts ihn ganz toll und unvertraut anmuten konnte, überdies aber ein Kind seiner Zeit, der Versunkenen, in der er wandelte und in die wir zu ihm hinabgefahren sind, wie Ishtar zum Sohne fuhr. Auch die Zeit zusammen mit dem Raum schuf Einheit und Gemeinsamkeit des Aspektes der Welt und der Geistesform. Das eigentlich Neue, dessen Josef auf Reisen gewahr wurde, war wohl gar dies, dass er und seine Art nicht allein auf der Welt, nicht ganz unvergleichlich waren, dass viel vom Sinnen und Trachten der Väter, ihrer sorgenden Gottesausschau und inständigen Spekulation nicht so sehr ihre unterscheidende Vorzugssache gewesen war, als es der Zeit und dem Raume, dem Gebiet der Gemeinsamkeit angehörte, vorbehaltlich bedeutender Unterschiede natürlich in Segen und Wohlgeschick seiner Ausübung. Wenn etwa Abraham so lange und angelegentlich mit Melchisedek über den Grad von einer Leihheit verhandelt hatte, der zwischen El Elyon, dem sichemitischen Bundesbaal, und seinem eigenen Adon bestehen mochte, so war das eine sehr zeit- und weitläufige Unterhaltung gewesen, und zwar nach ihrem Problem sowohl wie auch in Bezug auf die Wichtigkeit, die man ihm beimaß, die Anteilnahme, die man ihm öffentlich entgegenbrachte. So hatten gerade um die Zeit, als Josef nach Ägypten kam, die Priester von On, der Stadt Atum Re Horachtes, des Sonnenherrn, das Verhältnis ihres heiligen Stieres Merwer zu dem Horizontbewohner dogmatisch als lebende Wiederholung bestimmt. Eine Formel, in der die Gedanken des Nebeneinander und der Einheit gleichermaßen zu ihrem Rechte kamen, weshalb sie auch ganz Ägypten lebhaft beschäftigte und selbst bei Hofe großen Eindruck gemacht hatte. Alle Welt sprach davon, das kleine Volk sowohl wie die Vornehmen, und die Ismailiter konnten nicht für 5 Deben Ladanum verhandeln gegen entsprechend viel Bier oder eine gute Rindshaut, ohne dass in dem einleitenden und umrahmenden Gespräch der Geschäftspartner die ausgezeichnete neue Bestimmung des Verhältnisses Mehrwerts zu Atumre berührte und den Eindruck zu erfahren wünschte, den sie auf die Fremden mache. Er konnte, wenn nicht auf ihren Beifall, so jedenfalls auf ihr Interesse rechnen. Denn sie kamen zwar weit her, aber doch aus demselben Raum, und vor allem war es die gemeinsame Zeit, die sie der Neuigkeit mit einer gewissen Aufregung lauschen ließ. Und also in das Sonnenhaus, nämlich das Haus dessen, der Chepre am Morgen ist, Re an seinem Mittag und Atum am Abend, der die Augen öffnet und es entsteht das Licht, der die Augen schließt und es entsteht das Dunkel, dessen der Eset seiner Tochter seinen Namen genannt hatte, On in Ägyptenland, 1000-jährig an seiner Stätte, lag auf dem Wege der Ismailiter gen Süden, überfunkelt von der vergoldeten Vierkantspitze des riesigen, gleißend polierten Granitobelisken, welcher auf ausladendem Unterbau zu Häupten des großen Sonnentempels stand, dort,
wo lotusbekränzte Weinkrüge, Kuchen, Honigschalen, Vögel und jederlei Feldfrucht den Alabastertisch Rehorachtes bedeckten und Hausbetreter in gestärkt vorstehenden Schürzen, geschwänzte Pantherfelle auf dem Rücken, vor jenem Rinde Weihrauch verbrannten. Meerwehr dem großen Stier, der lebendigen Wiederholung des Gottes, mit einem Nacken aus Erz gleich hinter den Leierhörnern und machtvoll baumelnden Hoden. Es war nun allerdings eine Stadt, wie Josef sie nie gesehen, anders nicht nur als die Städte der Welt, sondern anders auch als sonst die Städte Ägyptens und ihrer Tempel selbst, neben dem, hochgebordet, aus vergoldeten Ziegeln gebaut, das Sonnenschiff lag. Es war völlig anders von Grundriss und Ansehen als andere ägyptische Tempel. Die ganze Stadt gleißte und blitzte von Sonnengold, in der Gestalt, dass alle ihre Einwohner entzündlich tränende Augen davon hatten und Fremde meist Kapuzen und Mäntel über den Kopf zogen gegen den Glast. Die Dächer ihrer Ringmauern waren aus Gold. Goldene Strahlen zuckten und sprühten überall von den Spitzen der phallischen Sonnenspieße, mit denen sie gespickt, den goldenen Sonnenmalen in Tiergestalt, all diesen Löwen, Sphinxen, Böcken, Stieren, Adlern, Falken und Sperbern, von denen sie voll war. Und nicht genug, dass jedes ihrer Nilziegelhäuser, auch das ärmste noch, mit einem vergoldeten Sonnenzeichen, einer Flügelscheibe, einem Hakenrad oder Wagen, einem Auge, einer Axt oder einem Skarabäus glänzte, auf seinem Dache etwas wie einen goldenen Ball oder Apfel trug, so war dies auch bei den Wohnstätten, Speichern und Bansen der umliegenden Dörfer im Weichbilde Ohns der Fall. Auch von ihnen ließ jedes ein solches Emblem, einen kupfernen Schild, eine Schlangenspirale, einen goldenen Hirtenstab oder Becher, den Schein des Gestirnes widerblitzen. Denn Sonnengebiet war hier und Bannmeile des Blinzels. Eine Stadt zum Blinzeln war Ohn, das Tausendjährige, nach seinem äußeren Augenschein. Es war aber auch eine solche nach seiner inneren Eigenart und von Geisteswegen. Urweise Lehrhaftigkeit war hier zu Hause, die auch der Fremde gleich zu spüren bekam. Durch die Poren, wie man wohl sagt, trat sie in ihn ein. Es war aber eine Lehrhaftigkeit, die Messung betreffend und das Gefüge genau und rein im dreifachen Raum gedachter Körper und der sie bestimmenden Flächen, wie sie in gleichen Winkeln sich abgrenzen, in reinen Kanten aneinander stoßen, in einem Punkte, der keinerlei Ausdehnung mehr hat und keinen Raum einnimmt, obgleich er vorhanden ist, zusammenlaufen, und dergleichen Heiligkeit mehr. Diese zu Ohn waltende Anteilnahme an gedankenreiner Figur, der Sinn für das Raumlehrhafte, der diese sehr alte Stadt auszeichnete und offenbar mit ihrem Ortskult, dem Dienst des Tagesgestirnes, zusammenhing, bekundete sich schon in ihrer baulichen Anordnung. Denn gerade an dem Spitzenpunkt des triangulären Gebietes, der auseinandergehenden Strommündungen gelegen, bildete sie selbst mit ihren Häusern und Gassen ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Spitze, gedachterweise, aber so ziemlich auch in Wirklichkeit, mit der Spitze des Deltalandes zusammenfiel. Und an dem Spitzenpunkt stieg denn auch auf einem gewaltigen Rhombus von Unterbau aus feuerfarbenem Granit der vierflächige, hoch oben, wo seine Kanten zur Spitze zusammenliefen, mit goldbedeckter Obelisk hervor, der täglich den ersten Morgenstrahl aufglimmend empfing und in seiner steinernen Hofumfriedung den Abschluss der ganzen, schon mitten im Stadtdreieck beginnenden Tempelanlage bildete. Hier vor dem beflaggten Tempeltor, welches in Gänge führte, die mit den lieblichsten Schildereien der Vorkommnisse und Geschenke aller drei Jahreszeiten ausgemalt waren, lag ein offener Platz, mit Bäumen bepflanzt, wo die Ismailiter beinahe den ganzen Tag verbrachten. Denn es war der Ort der Zusammenkunft und des Tauschmarktes für die blinzenden Leute von Ohn, wie auch für Fremde. Und auf den Markt kamen auch Diener des Gottes heraus, tränenäugig vom vielen in die Sonne sehen, mit spiegelnden Köpfen
und angetan nur mit dem knappen Schurze der Urzeit, nebst einer Priesterbinde, mischten sich unter das Volk und hatten nichts gegen ein Gespräch mit solchen, die sich nach ihrer Weisheit erkundigen wollten. Dazu, wie es schien, waren sie geradezu von oben her angehalten und warteten nur darauf, befragt zu werden, um für ihren ehrwürdigen Kult und die urwissenschaftlichen Überlieferungen ihres Hauses zu zeugen. Unser alter Josefs Herr machte denn auch mehrfach von der stillschweigend, aber deutlich erteilten Erlaubnis Gebrauch und unterhielt sich mit den Sonnengelehrten auf dem Platze, wobei Josef zuhörte. Gottes Denkertum und die Gabe der Glaubensgesetzgebung waren, so sagten sie, erblich in ihrer Körperschaft. Heiliger Scharfsinn war ihr Besitztum von Alters. Sie, nämlich ihre Vorfahren im Dienst, hatten zuerst die Zeit geteilt und gemessen und den Kalender verfasst, was so gut wie der lehrende Sinn für reine Figur mit dem Wesen des Gottes zusammenhing, durch dessen Augenaufschlag es Tag wurde. Denn vordem hatten die Menschen in blinder Zeitlosigkeit maßlos und unaufmerksam dahingelebt. Er aber, der die Stunden machte, da entstanden die Tage, hatte ihnen durch seine Gelehrten die Augen geöffnet, dass sie, ihre Vorgänger nämlich, die Sonnenuhr erfunden hatten, verschanzt sich von selbst. Von dem Messgerät für die Nachtstunden der Wasseruhr stand dies weniger fest, aber wahrscheinlich gemacht wurde es dadurch, dass der krokodilgestaltige Wassergott Sopk von Ombo, wie so manche andere Verehrungsgestalt, genau ins tränende Auge gefasst, nur Re mit anderem Namen war und des zum Zeichen die schlangenbewaffnete Scheibe führte. Übrigens war diese Zusammenschau ihrer der Spiegelköpfe Werk- und Lehrbehauptung. Sie waren nach ihrer eigenen Aussage sehr stark im Zusammenschauen und darin, alle möglichen Gau- und Ortsbeschirmer dem Atum Rehorachte von ongleich zu achten, der seinerseits schon eine Zusammenschau- und Sternbildfigur ursprünglich eigenständiger Numina war. Aus mehrerem eins zu machen, war ihr Vorzugsbetreiben. Ja, wenn man sie hörte, gab es im Grunde nur zwei große Götter. Einen der Lebenden, das war Hor im Lichtberge Atum Re, und einen Totenherrn Usie, das thronende Auge. Das Auge aber war auch Atum Re, nämlich das Sonnenrund, und so ergab sich bei zugespitztem Denken, dass Usir der Herr der Nachtbarke war, in welche, wie jedermann wusste, Re nach Untergang umstieg, um von Westen nach Osten zu fahren und den unteren zu leuchten. Mit anderen Worten, auch diese beiden großen Götter waren genau genommen ein und derselbe. Wenn aber der Scharfsinn solcher Zusammenschau zu bewundern war, so war es nicht minder die Kunst der Lehrer, niemanden dabei zu kränken und ungeachtet ihres identifizierenden Betreibens die tatsächliche Vielheit der Götter Ägyptens unangetastet zu lassen. Das gelang ihnen vermittels der Wissenschaft vom Dreieck. Ob ihre Zuhörer, fragten die Lehrer von On, sich allenfalls auf die Natur dieses herrlichen Zeichens verständen? Seiner Spannseite, sagten sie, entsprechen die vielnamig vielgestaltigen Gottheiten, die das Volk anrufe und deren in den Städten der Länder die Priester pflegten. Darüber aber erhöben sich die zusammenstrebenden Schenkelseiten der schönen Figur, und der so eigentümliche Raum, den sie begrenzten, mochte der Raum der Zusammenschau genannt sein, ausgezeichnet durch die Eigenschaft, dass er sich ständig verengere und die etwa durch ihn gelegten weiteren Grundseiten immer kürzer und kürzer würden, bis sie nur noch eine äußerst geringe Ausdehnung hätten und schließlich gar keine mehr. Denn die Schenkel treffen einander in einem Punkte und dieser Schluss- und Schnittpunkt, unterhalb dessen alle Breiten des Sinnbildes gleichzeitig bestehen blieben, sei der Herr ihres Tempels, sei Atum Re. Soweit die Theorie des Dreiecks, der schönen Figur der Zusammenschau. Die Atumsdiener taten sich nicht wenig zugute darauf. Sie hätten Schule damit gemacht, sagten sie, überall werde neuerdings zusammengeschaut und gleichgesetzt, aber eben doch nur auf schülerhafte und linkische Weise
nicht in dem rechten Geiste, nämlich ohne Geist und stattdessen vielmehr mit gewalttätiger Plumpheit. Ammon, der Rinderreiche zum Beispiel zu Theben in Oberägypten, habe sich durch seine Propheten dem Reh gleichsetzen lassen und wolle nun Amun-Re genannt sein in seiner Kapelle. Gut, aber es geschehe nicht im Geiste des Dreiecks und der Versöhnung. Es geschehe vielmehr in dem Sinne, als ob Amun den Re besiegt und verzehrt und sich einverleibt habe, als ob Re sozusagen ihm seinen Namen habe nennen müssen. Eine brutale Handhabung der Lehre, eine engstirnige Anmaßung dem Sinne des Dreiecks gerade entgegen. Atum Re für sein Teil hieß nicht umsonst der Horizontbewohner. Sein Horizont war weit und vielumfassend war der Dreiecksraum seiner Zusammenschau. Ja, er war weltweit und weltfreundlich, der Sinn dieses uralten und längst zu heiterer Milde gereiften Gottes. Er erkenne sich wieder, sagten die Glatzköpfigen, nicht nur in den wechselnden Formen seiner selbst, denen das Volk diene in den Gauen und Städten von Kemel. Nein, er sei auch heiter geneigt, sich mit den Sonnengottheiten der anderen Völker in ein weitläufig ausschauendes Einvernehmen zu setzen. Ganz im Gegensatze zu dem jungen Amun in Theben, dem jede spekulative Anlage fehle und dessen Horizont in der Tat so eng sei, dass er nicht nur nichts kenne und wisse als Ägyptenland, sondern auch hier wieder, statt gelten zu lassen, nichts könne als verzehren und einverleiben, indem er sozusagen nicht über seine eigene Nase hinaus sehe. Doch wollten sie, sagten die Plieräugigen, beim Widerspruch gegen den jungen Amun zu Theben nicht stehen bleiben, denn nicht der Widerspruch sei ihres Gottes Natur und Sache, sondern das verbindliche Einvernehmen. Das Fremde liebe er wie sich selbst, darum sprechen auch sie, seine Diener, so gern mit ihnen den Fremden, nämlich dem Alten und seinen Gesellen. Welchen Göttern sie auch dienten und mit welchen Namen sie sie nennten, getrost und ohne Verrat an jenen, könnten sie sich dem Alabastertische Horachtes nahen und nach ihrem Vermögen einige Tauben, Brote, Früchte und Blumen dort niederlegen. Ein Blick in das mild lächelnde Angesicht des Vateroberpriesters, der ein goldenes Käppchen auf der von weißem Haar umwehten Glatze, das weiße Gewand weit um sich her geordnet, in einem goldenen Stuhle am Fuße des großen Obelisken sitze, eine geflügelte Sonnenscheibe in seinem Rücken und heiterer Güte voll, die Darbringungen überwachte, ein jeder solcher Blick werde sie lehren, dass zugleich mit dem Atum Re auch ihre heimischen Götter die Gaben empfingen und auch diesen damit Genüge geschehe im Sinne des Dreiecks. Und die Sonnendiener umarmten und küssten den Alten und die Seinen, auch Josef mit eingeschlossen, einen nach dem anderen im Namen des Vater Großpropheten, worauf sie sich anderen Marktbesuchern zuwandten, um weiter noch Propaganda zu machen für Atum Re, den Herrn des weiten Horizontes. Die Ismailiter aber schieden, sehr angenehm berührt, von On an der Spitze des Dreiecks, indem sie ihre Schritte tiefer hinab oder hinauflenkten in Ägyptenland.